Aber das Team ist auf jeden Fall nicht schlecht, Herr Specht. Achtung, Achtung, jetzt wird's wieder heiß und fettig. Wir spielen heute wieder eine Runde FIFA Ultimate Team. Und ihr seht schon, meine Freunde, wir spielen FIFA Ultimate Team Draft. Wir haben nämlich 15.000 Münzen übrig, die wir jetzt einsetzen. Zack. Und da wählen wir dann 4-3-2-1 als Aufstellung. Und gucken wir mal, wen wir als Kapitän bekommen. Natürlich Lionel Messi, meine Freunde. Den nimmt man dann natürlich auch. Stürmer. Oh, hier geht's schon nicht ganz so gut los. Mandzukic vielleicht noch. LF. Ja, Freunde. Wenn man Ronaldo in Lila bekommt, dann nimmt man Ronaldo in Lila. Da bin ich ganz ehrlich. Weil da sind zwar auch andere gute Spieler bei. Reus, Team of the Week. Neymar, Team of the Week. Insigne, jetzt nicht ganz so gut. Aber Sanchez auch gut dabei. Aber wir nehmen natürlich Ronaldo dann. Gar keine Frage. ZM. Nehmen wir Kovacic, um das Gefüge nicht zu sprengen. Hier nehmen wir Kroos. Nice. Der hat dann auch einen guten Link. Und dann nehmen wir hier... Ja, wen nehmen wir hier? Freunde, wen nehmen wir hier? Ich weiß es nicht. Pastore. Der hat wenigstens einen Link zu Messi. LV nehmen wir... Adriano. IV, komm. Ah, nur... Ja, nicht Müll, das würde ich nicht sagen. Aber nur Leute ohne gute Chemie. Hier nehmen wir... Batra, Benatia. Okay. RV nehmen wir dann noch. Den hier. Und als Torwart gucken wir mal, wen wir bekommen. Nehmen wir Asenio. Und dann gucken wir mal, was wir hier so bekommen. Wir haben Cech in Blau. Ich weiß nicht mal, was Blau bedeutet. Aber den, der wird dann auch spielen. Meine Freunde, da kenne ich nichts. Wenn wir Cech 86er kriegen, ne? Uiuiui. Das bockt natürlich schon. 80er hier. Gucken wir mal, dass wir Liga BBVA noch ein bisschen kriegen. Damit wir die einsetzen können. Ja, LM ist eigentlich egal, was wir nehmen. ZM hier noch so ein Thiago mitnehmen. Ja, wenn man Neymar kriegen kann, nimmt man ihn natürlich auch, Freunde. Außer es gibt was Besseres wie Ronaldo, das hatten wir auch schon. Hier haben wir einen 81er, 84er Stürmer. Martinez, Liga BBVA. Nehmen wir den einfach mal mit, würde ich sagen. Oh Gott, hier nur Müll in Anführungsstrichen. Hier genauso. Nehmen wir mal Weidenfeller, einfach weil wir Dortmund-Fan sind. Und hier zum Schluss auch noch. Dann gucken wir mal, dass wir Neymar noch irgendwo unterkriegen. Zack. Die beiden tauschen. Dann IV. Da hatten wir doch auch noch einen spanischen, oder? Ja. Okay, dann... ZM nehmen wir den noch. Dann haben wir noch... Wen haben wir noch? Stürmer... Plus 9. Oha, das gibt eine richtig gute Chemie, meine Freunde. Dann sortieren wir hier noch ein bisschen, dass wir vielleicht noch einen Punkt mehr kriegen. Den erstmal raus. Dann noch einen 82er rein. Für einen 78er. Ah, kein Punkt mehr, aber das Team ist auf jeden Fall nicht schlecht, Herr Specht, würde ich sagen. Haben wir noch einen LV irgendwo? Ne, LV haben wir leider nur den 79er. Das ist die einzige Schwachstelle hier. Wenn wir den mit dem theoretisch tauschen, warte, ich... Probier einfach mal aus. Leidet die Chemie, aber gibt auch keinen Punkt mehr. Okay, von daher ist es eh egal. Von daher starten wir mit dem Team jetzt. Nehmen noch einen Manager. Ah, kein Liga BBVA Manager, aber das. Chemie hat sich aber nicht wirklich geändert, glaube ich. 93er Chemie. Wir haben hier, Alter, das Team ist echt immer. So ein gutes Team hatten wir, glaube ich, selten auf jeden Fall. Guckt euch das mal an, Freunde. Cech im Tor als Blau. Ich weiß gar nicht, was Blau ist. Da bin ich ganz ehrlich, das hatte ich bisher noch nicht. Ich weiß auch nicht, was Lila ist. Irgendwas Besonderes auf jeden Fall. Und dann gibt es ja noch die Standardfarben. Also Schwarz, Team of the Week und sowas. Eieiei. Gucken wir aber mal, was das jetzt wird. Gegen London FC. Mal gespannt auf sein Team, ob er auch so ein gutes Team hat oder ob er so ein Lala-Team hat.
Gucken wir mal. Er hat Ronaldo, er hat Neymar, er hat Benzema. Ja, kann sich auch sehen lassen, ist jetzt aber keine 85er. Aber dafür 100er Chemie und Mourinho als Trainer ist natürlich auch nice. Auch wenn Ronaldo eh schon voll hat, die Chemie. Da bringt das nichts mehr. Aber schauen wir mal ins Spiel, ob wir das gewinnen können, Freunde. Wird auf jeden Fall ein interessantes Match hier. Gegen Swansea City AFC mit Logo und London FC als Dings. Ich habe ja immer noch mein Billig-Logo da. Ich muss das echt mal auf Dortmund umstellen. Vielleicht ziehe ich das ja sogar mal in einem der Packs. Das wär's ja. Jetzt hier das erste Mal Messi am Ball. Ah, direkt aufgehalten. Und hier bin ich auch direkt dazwischen. Jawohl. Und direkt ein guter Pass auf Messi. Messi. Ah, kann den Ball nicht in die Mitte legen. Schade. Das wäre es natürlich gewesen, hier so ein frühes 1-0 oder so. Groß jetzt mit der Ecke. Ah, der kommt zu weit. Und da ist dann der Alves zur Stelle und klärt den Ball erstmal. Ah, der geht zu weit nach außen für Groß. Schade. Ah, da komme ich mit der Grätsche nicht dazwischen. Und jetzt läuft er hier durch mit Ronaldo. Ich wusste, er legt da einen ab, deswegen bin ich bei ihm geblieben. So ein bisschen wenigstens. Na, jetzt muss er hier vorbeigehen. Oder abspielen. Jawohl, den habe ich. Ohne größere Probleme zu bekommen. Aber da gibt es keinen Einwurf für mich. Doch, gibt's doch, weil er weiß nicht, was er da mit dem Ball machen soll. Hatte man so das Gefühl. Ah, Messi kommt nicht vorbei hier. Ah, da kommt Ronaldo vorbei. Aber gut geklärt. Erstmal zumindest. Jetzt aufpassen. Aufpassen. Jawohl. Ah, was macht Messi da so weit in? Bleib doch außen, Messi. Dann hast du keine Probleme, den Ball zu bekommen. Oh, jetzt bekommt Ronaldo ihn nochmal wieder. Ja, was macht er jetzt? Wohin läuft er? Oh Gott, das macht er gut. Da lässt er mich gut stehen. Ja, jetzt muss er halt auch in die Mitte den Ball bringen. Das schafft er nicht. Ecke gibt's. Jetzt wird es schaffen, den Ball in die Mitte zu bringen. Spieler im Fokus, Ronaldo gegen Messi. Da ich nur Messi habe, war das mein Ronaldo gegen sein, mein Messi gegen seinen Ronaldo. Ich habe denselben Ronaldo wie er. Komm, klär ihn, jawohl. Jawohl. So, Martinez, Jackson Martinez. Ronaldo, Ronaldo mit Platz. Dem darfst du natürlich keinen Platz geben. Ah, jetzt wird er abgedrängt, aber er behält den Ball. Ah, kann hier auch nicht ablegen. Schade. Gute Grätsche hier von Bartra. Oder wie hieß der? Ich glaube, Bartra war es. Wenn ich gerade richtig gesehen habe. Martinez kommt hier nicht durch. Schade. Jetzt wieder Ronaldo. Schigi, das ist ein Foul. Das gibt's schon wieder nicht. Ja. Ich krieg hier wieder nicht die Freistöße, Elfmeter, was weiß ich. Ja, jetzt musst du nach innen, Kollege. Und da steht Bartra, was echt, glaube ich. Ich habe es wieder nicht vernünftig lesen können, weil es so schnell einfach weg war. So, jetzt hier Ronaldo mal schicken. Ronaldo. Legt ihn sich jetzt hier weit vor. Nochmal, komm. Ah, kommt er wieder nicht vorbei. Aber hat ihn nochmal. Hat ihn nochmal. Legt ab. Martinez. Oh. Das hätte sein müssen, Freunde. Das hätte es sein müssen. Ah, komm schon. Jawohl. Zack. Zack. Ah, abseits. Ja. Da pfeift er auch direkt.
Leider zu Recht, meine Freunde. Ah, komm schon. Jawohl. Oh, das gibt's doch nicht. Was mache ich da? Was mache ich da? Da kassiere ich das 1-0. Mann, ey. Den hätte ich längst klären müssen. Mann, Mann, Mann. Ah, Messi kriegt den nicht da. Ah, dann dieser schlechte Pass von Kroos. Was soll denn die Kacke? Ah, da kriege ich ihn nicht rumgezogen. Schade. Wir sehen hier Pässe. Bin ich klar besser. Ah, was probiert er da mit Benzema? Komm jetzt hier. Ronaldo, lauf in die Schnittstelle. Schade, den bekommt Ronaldo nicht. Ah, da ziehe ich nicht mehr rum, vernünftig. Da zieht er aber vernünftig rum. Er zieht vernünftig rum und macht das 2-0. Das gibt es nicht, Freunde. Wie lächerlich ist das bitte? Oh Mann, ey. Jetzt muss ich Gas geben. Jetzt muss ich Gas geben. Oh Mann, ey. Da habe ich das beste Team, was ich je hatte, wahrscheinlich in Ultimate Team. Und dann kommt so eine Kacke da zusammen, ey. Ich fasse es nicht. Jetzt vielleicht Martinez! Martinez! Der geht nicht rein! Das gibt es nicht! Wie kann er den nicht reinmachen? Oh Mann. So unverdient. Der muss doch reingehen. Groß jetzt mit der Ecke. Da ist einer. Aber da ist auch der Gegner. Jetzt Nachschusschance. Da ist wieder einer. Groß jetzt hier. Groß mit der Flanke. Oh, der köpft ihn. Ah ne, das war... Er hat ihn geköpft, okay. Dann ist es okay. Groß jetzt wieder mit der Ecke. Kopfball! Er erklärt auf der Linie. Wie unverdient. Das gibt es nicht. Nachschusschance und gehalten. Das gibt es nicht, Freunde. Halbzeit, Pfiff 2-0 für den Gegner. Und wir gucken mal die Statistik hier an. Guckt euch das an. Ich bin in allen Belangen überlegen, außer in der Schussgenauigkeit. Und das ist echt unverdient einfach nur, dass er hier 2-0 führt. Sowas Unverdientes habe ich noch nicht gesehen. Also schon, als das letzte Mal unverdient war, aber halt selten. Komm jetzt. Flanke. Ah, zu weit. Einwurf gibt's da für mich. Ja, da bietet sich keiner an. Ah, wie nimmt er denn an? So. Komm jetzt nach vorne. Ah. Ich hätte mich nicht gewundert, wäre der ins Tor gegangen. Hier gibt es noch Gelb nachträglich. Total lächerlich, die gelbe Karte wieder. Aber so ist es halt. Oh, wohin? Da außen steht Jackson Martinez komplett frei. Spiel doch ihn an, ne? Das gibt's schon wieder nicht, Freunde. So, jetzt Adriano. Jetzt Ronaldo, komm. Ronaldo, zeig mal, was du kannst. Ronaldo! Ronaldo, der hält! Nachschusschance, nein, abgeblockt. Das gibt es nicht, Freunde.
Jetzt kontert er mich hier eiskalt aus. Keeper, jawohl. Den hat sich unser Keeper gut geholt, da. Ich gehe mal nur auf sehr offensiv. Oh, komm schon. Spiel noch mehr hinten rum jetzt. Fail, was mache ich da? Keeper rausgeholt. Keeper rausgeholt. Er legt ab und er macht es 3-0. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das gibt es dann einfach nicht, Freunde. Das gibt es einfach nicht. Der kommt nicht durch und dann ist das kein Rückpass. Hör mir auf. Ich meine, klar, das ist eigentlich kein Rückpass, weil es halt so geschehen ist, aber eigentlich ist es schon ein Rückpass, aber eigentlich nicht. Ihr wisst, was ich meine, vielleicht. Oh Gott, komm schon. Ah. Wieso spielt er denn so durch? Das gibt es schon wieder nicht. Allein, dass er jetzt Pause drückt, ist an Lächerlichkeit nicht zu überbieten, mal wieder. Das Ding hätte ich locker gewinnen müssen, aber so leider nicht. Warte noch länger, Kollege. Das gibt es nicht, ne? Und dann krieg ich den noch nicht. Ja, komm, er bekommt ihn wieder. Wie lächerlich ist das bitte wieder? Und dann trickst er da rum. Ach, komm schon, ich will doch nur dazwischen sein und den Ball erobern. Jetzt spielt er so krass hinten rum, ey. Warum? Spiel doch einfach noch den Ball nach vorne, verlier ihn und gib ihn mir. Wo ist dein Problem, Kollege? Jetzt hat er ihn direkt wieder. Aber ich habe ihn auch direkt wieder. Komm. Jawohl, Doppelpass. Steck ihn doch vernünftig durch. Mann, ey, das gibt nicht. Ja, jetzt kontert er wieder eiskalt. Aber er legt ihn sich, glaube ich, zu weit vor. Nein, legt er nicht. Jetzt muss ich raus. Und da fällt er. Da fällt er einfach. Und da gibt's noch gelb. Eigentlich war es ja eher eine rote, aber okay. Gelb gibt's. Links gehalten. Immerhin dem Torwart kann man nicht wirklich was vorwerfen heute. Dem Rest der Mannschaft leider schon. Oh, komm schon. Ja, allein, dass er da zum Schuss kommt, ist wieder an Lächerlichkeit nicht zu überbieten, Freunde. Komm jetzt, Ronaldo nochmal. Warum zu dem? Ich drück nach unten. Ich drück nach unten, da stehen sie komplett blank. Und er spielt ihn nach oben. Warum? Ich habe 1000 Euro, könnte ich darauf wetten, dass ich nach unten gedrückt habe, weil es einfach so war. Und er spielt ihn in die andere Richtung. Das gibt es einfach nicht, Freunde. Er spielt ihn einfach in die andere Richtung. Komm, jetzt nochmal Konterchance. Warum spielt er ihn so fucking weit nach innen? Spiel ihn doch ein bisschen weiter nach außen. Ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe nicht, was meine Spieler hier machen. Oh, komm schon.
Ja, dann kommt er wieder nicht durch. Jetzt schickt er ihn nochmal. Jetzt macht er noch das 4-0. Ne, macht er nicht, weil er zu dumm ist und nicht sieht, dass ich meinen Keeper raushole. Oh Mann, Freunde, was soll man dazu noch sagen? Jetzt hat er einen schnellen Einwurf hier. Und mein Keeper rennt nicht schnell zurück. Das war so ein bisschen creepy kurz. Einwurf für mich. Komm, nimm ihn irgendwie. Wohin schon wieder dieser Ball? Und warum nicht in den Rückraum? Ich weiß, du brichst dir dabei den Fuß, aber probier's doch wenigstens. Mann, das gibt es nicht. Ja, den hat der Keeper. 3 Minuten Nachspielzeit sind angezeigt. Und auch schon abgelaufen. Ja, ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr nichts verpassen wollt, ein Abo. Und über eure Kommentare freue ich mich auch immer. Ich verabschiede mich für heute. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Sage bis morgen. Haut herein. Ciao.